Mit Verspätung startete am Sonntag die weibliche C-Jugend von SFN Vechta in die Landesliga-Saison. Das erste Spiel, ein Auswärtsspiel bei Meppen, wurde abgesagt. Für die Mädchen von Lotte von Kloppenburg war es bereits das dritte Spiel. Die ersten zwei Spiele hatte man leider verloren. Am Anwurf Clara Dammann. Emma Born, Grazia Schlömer. Eli Marlene Tebbe, Clara Dammann, Grazia Schlömer. Eli Marlene Tebbe, Grazia Schlömer. Sie sieht Nele Weiß und das 1:0 für SFN Vechta. Und dieser Kloppenburger Angriff endet im Aus. Katja Schlömer, Emma Born. Sie bekommt den Ball zurück, weiter auf Katja Schlömer, Ellen Schlömer und erneut Nele Weiß zum 2:0. Dann Kloppenburg, Joelle Pasch mit den Anschlusstreffer 1:2. Laura Anuszewski. Lea Kroz an dem Pfosten, in der Rebound, Laura Anuszewski, Ausgleich 2:2. Ein schöner Angriff, SFN. Lili Marlene Tebbe, 3:2 Führung. Aber das Spiel war noch ausgeglichen. Der TVC führt jetzt mit 5:4. Katja Schlömer mit dem Ausgleich 5:5. Katja Schlömer, Lili Marlene Tebbe, Katja Schlömer, Lili Marlene Tebbe bekommt den Ball zurück und 6:5. Wir sind jetzt bei 9:9. Emma Born und SFN führt 10:9. Pia Janosch, gut gehalten, Annika Blömer. Nele Weiß, Grazia Schlömer. Emma Born, Grazia Schlömer. Setzt sich durch, 11:9. Die Reaktion von Kloppenburg, Pia Janosch, 10:11. Laura Anuszewski, Pia Janosch. Und Ausgleich, 11:11. Das Spiel war noch immer ausgeglichen. Ja, Grotz und der TVC für 12:12. Doch dann eine starke Phase von SFN. Emma Born zum 12:12. Lili Tepe. Abgefangen, Nele Weiß. Sie geht allein und das 13:12. SFNs Motor war warm gedreht. Emma Born, Nele Weiß. Ellen Schlömer, Nele Weiß. Und Clara Dammann zum 14:12. Dann die Chance auf den Anschlusstreffer, 7 Meter Pia Janosch. Aber gestoppt, Annika Blömer. Ellen Schlömer, Clara Dammann und das 15:12. Aber damit war es noch nicht vorbei, noch 20 Sekunden zu spielen bis zum Halbzeitpfiff. Emma Born mit das 16:12. Auf einmal ein 4-Tore-Vorsprung. Das war auch der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit macht der SFN weiter. Es steht 18:13. Laura Anuszewski scheitert an Annika Blömer. Und Lili Marlene Tebbe zum 19:13. Und gut gehalten Madita Gurdele. Pia Janosch. Kommt den Ball zurück. Lea Grotz setzt sich durch, 14:19. Ellen Schlömer, Emma Born. Gut abgefangen, Laura Anuszewski. Und das 15:19. Es steht jetzt 20:16 für SFN. Lili Marlene Tebbe an die Latte.
Nele Weiß in der Rebound, 21 zu 16. Lea Grotz-Herzig durch, 17 zu 21. 7 Meter, Grazia Schlömer an den Pfosten. Pia Janosz, schön gemacht zum 18-21. SFN in Unterzahl. Lea Grotz und der TVC kommt bis auf 2 Tore ran, 21 zu 19, SFN. Alan Schlömer auf Lilly Marlene Tebbe und gestoppt durch den Ball in den Rebound, Nele Weiß zum 22 zu 19. Es steht jetzt 23 zu 20, das Spiel war noch nicht gelaufen. Gut gestoppt, Annika Blömer. Alan Schlömer. Lilly Marlene Tebbe. Grazia Schlömer. Sie macht es alleine 24-20 und das in Unterzahl. Und auch hier saß Annika Blömer am Ball. Lilly Marlene Tebbe. Sie bekommt den Ball zurück. Grazia Schlömer. Pia Wilkens und das 25 zu 20. Und wiederum Annika Blömer. Alan Schlömer. Und das 26 zu 20. TVC kam noch zurück bis auf 26 zu 22. Und Nele Weiß mit das 27 zu 22. Doch der TV Kloppenburg gab nicht auf. Laura Aneseski. Pia Janosz mit das 23-27. Noch 4,5 Minuten zu spielen. Kann der TV sehen noch etwas? Pia Janosz mit das 24-27. Nur noch 3 Tore. Grazia Schlömer. Emma Born und 28-24, das war es damit, noch 2 Minuten zu spielen. Wir sind jetzt in der letzten Minute, steht 31-25. Und noch ein 7 Meter TVC. Laura Aniszewski. Und das war es, 31-26, Endstand. Ein verdienter Auftaktsieg für SFN Vechta. Der TV Kloppenburg hat es schwer. 3 Niederlage in Folge. Der TVC muss vor Weihnachten noch einmal ran, am Dienstag, den 17.12. zu Hause gegen Schwarz-Weiß Osterfeine. SFN Wetter kann sich jetzt schon in die Feiertage stürzen. Sie kommen erst ran wieder am Sonntag, den 19. Januar, auswärts bei TuS Haan. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Niederländer.